Ja, da bin ich wieder. Und habe die Bildschirmauflösung geändert, worauf Rust reagierte mit 800 mal 600 als Auflösung. Also als höchste auszuwählende Auflösung. Es ist unscharf, weil natürlich völlig gestreckt. Hatte jetzt so ein kleines Fenster gerade am Bildschirm. Das habe ich natürlich wieder auf Vollbild gestreckt. Warum? Warum, wenn ich 1280 mal 27 mache, warum macht Rust dann wieder 800 mal 600 raus? 800 mal 600 ist Smartphone-Auflösung. Nicht mal. Bin ich mal sehr gespannt, was da hinten rauskommt. Genau. Und jetzt sag nicht, ich soll die Desktop-Auflösung auf 800 mal 600. Das ist jetzt Rust, war die höchste Auflösung zur Wahl mit 800 mal 600. Und das quasi jetzt gestreckt auf den ganzen Bildschirm auf die 1280 mal 720. Mir tun jetzt schon die Augen weh, wenn ich versuche, da oben die Tooltips zu lesen. Und die Frames werden mir auch nicht angezeigt. Vielleicht verdeckt die aber auch mein provisorisches Webcam-Bild. Habe ich nämlich auch nicht. Nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Soll ich das nochmal probieren? Komm, wir sind eh noch. Wir sind eh mittendran. Nochmal. Also bei Window das Häkchen raus. Sowieso nur, wenn ich will. Nee, aber wirklich vielen Dank für die Suggestion. So, wenn ich Window rausnehme. Aha. Ja, jetzt habe ich sämtliche zur Auswahl. Okay, dann gehen wir jetzt mal nativ 1280x720, wie auch dem Bildschirm. Nicht windowed. Nicht ganz so augenschädigend.
Okay. Bumm. 95 FPS. 101, 97, 75. Junge, wenn das stimmt. Junge, wenn das stimmt, warum bist du dann nicht schon vor einem Monat aufgetaucht? Wo warst du denn? Ja, oder ich brauche vielleicht, es ist immer noch unscharf, aber klar, vielleicht finde ich eine nächsthöhere Auflösung. Mal gucken. Ich meine, ich lese das bei Reddit oder so, selbst Leute mit High-End-Rechnern, die haben auch Drops plötzlich, wenn sie irgendjemand an der Tür erwarten oder so, und dann geht die Tür auf und eigentlich sollt ihr alle schon geladen sein, deren Skins und keine Ahnung. Und dann geht der Schusswechsel los und es wird einstellig. Wo ich vielleicht einen Vorteil hätte, weil es von Anfang an so war. Ja, schauen wir mal. Also die Grafik ist natürlich eines der Dinge, die mir hier bei Rust wirklich sehr gefallen. Okay. Stutters nennt man das. Okay. Klingt irgendwie gut. Ja, also auf eine gute Grafik oder auf eine bessere Grafik bin ich natürlich auch gespannt noch. Aber ich will natürlich auch nicht ewig auf PvE-Servern versauern und Roleplay machen als Inhaber eines Beach-Hotels oder einer Shoppingkette. Auch so ein Ding, das man halt einfach lernen muss, ne? Wie baut man den Automaten ein? Der erste, den haben wir einfach vor der Wand gestellt und dachte, der bohrt sich dann von alleine wohl da durch. Nachher muss ich gucken, wie ich ihn wegbekomme, weil natürlich auch Steinfundament. Und dann die Preise eingeben, das Tauschobjekt auswählen, also ein Zeug. Lieber so in Ruhe, ohne dass mir ständig jemand auf den Kopf haut. Ja, das kann ich dir gleich auch mal zeigen. Wie gesagt, ich hatte alle Einstellungen völlig runter. Wir kamen auf 14 FPS. Und dann habe ich natürlich alles wieder hochgeschraubt. Und eigentlich jetzt auf der Good-Einstellung. Also Potato, Simple, Good. Da bin ich jetzt. Immer noch 8 FPS. Also. Warum nicht, ne? So, gleich geht's los, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Ja, ich dachte ja, dass das vielleicht hier auch mal irgendwie mit Crowdfunding oder so klappt. Warum irgendeinem Typen, der schon ein ganzes Studio da stehen hat, nochmal 12.000 Euro geben für ein Mikro? Und wir hören dann irgendwie 192K MP3. Jetzt geht's los, ja. Nee, noch nicht. Und ja, und da habe ich gedacht, warum nicht mal jemand auf die Sprünge helfen? Wie mir einem. Dass er da zumindest, ich meine, die FPS kommen ja nicht nur mir zugute, sondern eben auch dem Zuschauer.
Und ich streame halt, wenn ich spiele. Und das ist viel gewesen im letzten Monat. So, 13 FPS. Und es sieht so aus wie vorher, oder? Meine Einstellungen, Graphics, ist aber alles ein bisschen schneller. Ja, das sind meine Grafikeinstellungen. 13, ich habe fast das Doppelte von vorher. Hier mal eben meine Grafikeinstellungen. Halt alles an. Motion Blur natürlich off. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wen das interessieren könnte. Good Quality. No Cascades. Was hattest du vorhin gesagt? In den Einstellungen die Contact Shadows auszuschalten. Contact Shadows. An oder aus? Aus. Verderben die schöne Grafik eher. Grass Shadows. Gehen wir gleich mal raus und schauen uns das an. Hier ist alles auf 100. Gibt's aus natürlich. Okay. Ja, lass uns das mal draußen schauen. Wie sieht es jetzt im Stream aus? Flüssiger? Es ist ein bisschen unscharf, das macht aber gar nichts eigentlich. Dient eher noch der Kantenglättung. Dann schauen wir mal ins Gras. Ganz schön viel Gas. So. Du meinst, der Stream sieht besser aus? Was hast du gesagt? Contact Grass Shadows off. Off, off. Muss mich wirklich erstmal an das Bild gewöhnen. Ich mach mal Screenshots so. Kann ich ehrlich gesagt keinen großen Unterschied feststellen. Ja, doch, sieht anders aus. So. Jetzt machen wir Shadows mal auf. Das heißt, auf den Blättern sieht man keinen. Schatten mehr. Und wir haben 12, 11 FPS. 12. Grass Shadows off.
wir haben 12, 13. Okay, was noch? Draw Distance auf 1200. Auf die Hälfte. Und was macht die genau? Weiterhin 13, 14. Ich verdecke das echt ein bisschen, ne? So, schieben wir mich mal dahin. Jetzt kann man die auch sehen. Und was noch? Okay. Moin, Dr. Yolo. Ich zocke eigentlich mit 8 FPS. Habe ich verstanden. Aber wir haben gerade ein paar rausgekitzelt. Laufen wir mal ein Stück. Jetzt gehen wir mal ein Stück. Leckt immer noch ganz schön, ne? Jetzt laufen wir mal ein Stück. Pull mal ein Tool raus und hacken mal ein bisschen. Ja, das stimmt. Doc, du bist Nummer 500 mit Tipps gefühlt. Wir haben ziemlich viel ausprobiert. Ich schreibe das jetzt mal hier in meinen. Wo kann man das denn hinschreiben? Wo kann ich das denn hier Panels bearbeiten? Plus Erweiterung. Text- oder Bildpanel hinzufügen. Meine Hardware Beschreibung. So, jetzt pass auf. Wie fängt man da an? Motherboard. Asus P6. CPU i7 920 at 2,67 GHz Bloomfield. Codename Bloomfield.
Wie nennt sich CPU, GPU? Nvidia GT630. Was muss man noch wissen? Festplatte, keine Ahnung. Hard Drive 1. Seagate irgendwas. RAM. 12 GB DDR irgendwas. Also wir sind jetzt hier zum Beispiel wieder bei 9 FPS. Wo sehe ich denn die Gigabyte? CPU Z. Memory DDR3. Zwölf Gigabyte DDR3. Absenden. Absenden. Ist das jetzt? Ja, hier schön, meine Hardware. Jetzt steht das da. So, guck mal, wie der Stein aussieht. Okay, also ich kann das völlig verstehen, wenn ihr sagt, natürlich brauche ich mehr FPS. Ich brauche mehr FPS, um PvP zu machen. Und noch wichtiger, ihr braucht FPS, um das hier ordentlich zu sehen. Das ist sehr nett. Dann lass mich mal schauen. Dann sollte ich aber doch erstmal wieder nach Hause, oder? Es wirkt schon anders. Ich kann das nicht genau benennen. 17, 20 FPS. Auf jeden Fall schneller. Ich meine, das ist doppelt so schnell wie vorher, ne? Doppelt
doppelt so schnell wie vorher. Ja, aber das hatten wir schon, Doc. War nicht so doll. So, okay. Schauen wir mal eben die Einstellungen hier von. Ach so. Da muss ich ja gar nicht raus. Machen wir hier auch nochmal einen Screenshot. So, was hast du hier? Alles mal off, 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 off. Sharpen bleibt an. Grafikqualität echt auf 1. Oder sieht es nur so aus? 1 war scheiße. Da muss er jetzt erstmal rechnen. Displacement vom Gras. On. Ja klar. Also wird durch irgendeinen Sprite-Scheiß ersetzt wahrscheinlich. Und der rechnet noch. Shadow Quality 1, Grass Shadows, Contact Shadows off. Ja, 20 FPS. Wir nähern uns. Und moin Fussel. Fussel. Fussel, Fussel. Du musst wissen, falls du nicht früher eingeschaltet hast, wir kamen von 8 FPS. Mit denen ich seit dem 8. Februar spiele. Okay. Ja, und jetzt brachte hier der falsch geschriebene Ideal. Einen ganz neuen Aspekt ein, nämlich die Grafik, also die Desktop- oder die Monitorauflösung zu ändern. Da Rust die irgendwie nicht schneit und jetzt sind wir von 1600 runter auf 1280 mal 720 als Bildschirmauflösung. Rust ebenfalls auf 1280 und schrauben jetzt noch an den Einstellungen. Ich glaube, ich habe im Vorlauf schon klar gemacht, ich möchte doch die Grafik ein bisschen genießen. So, soweit das geht. Auf der anderen Seite aber auch schon gern mal hier und da auf ein Stündchen PvP ein bisschen looten und einfach ein bisschen rumballern. Mir gefallen beide Aspekte, also sowohl das Craften und Bauen als auch das Ballern. Oder zum Beispiel Bogenschießen. Ich meine, es gibt halt den Counter-Strike dann nicht, ne? Oder Steine werfen.
So, er hat runtergehauen auf 1. Wir schauen mal weiter. Ich orientiere mich gerade an. Jetzt ist der Sound weg. Was ist jetzt passiert? 102 FPS. Ich bin aber noch gar nicht fertig. Graphics Quality auf 1. Displacement off. Da war ich überall schon mal. Shadow Quality 1. Ja, ne? Schade eigentlich. Okay, und der letztere Abschnitt. Jetzt muss man warten. Water Quality auf 0, ja gut, wird ja auch überbewertet. Ich habe mich auch gefreut. 100 FPS. Hätte man dann wieder noch runterschrauben können. Okay. 18, 17, 18. Jetzt habe ich immer das Gefühl, er will noch was laden. Aber wie du schon sagtest, Fussel, man gewöhnt sich ja auch dran. 20 FPS. Geht echt noch. Und für schönen Fotos kann man ja dann vielleicht. Einstellungen wieder umstellen, aber wir sind noch gar nicht fertig. Lass mal weiter gucken. Graphics Quality auf 1. Okay. Grass Displacement off. Shadow Quality 1. Grass Shadows off. No Cascades. Water Quality auf 0. Reflections auf 0. Sieht aber so schön aus. World Reflections auf 1. Max Shadow Lights auf 0. Shader Level. Da bist du nochmal auf die Hälfte runter. 150. Was immer das auch ist. Will er nicht. Hundertfünfzig, 1029, eine krumme Zahl. Shadow Distance 106. Anisotropic Filtering auf 1 und Parallelex Mapping auf 0. Okay. 23, wenn ich hier einfach auf den Monitor starre. 24, 25.
Wie sieht's für euch aus? Das Gras ist ziemlich grün geworden und blurry. Okay, laufen wir mal ein Stück. Einundzwanzig, 22, 24. Dreifache. Findest du? Es geht halt jedes Detail verloren, ne? Hast du gesehen, wie der Boden da gerade aussah? Das Wasser reflektiert natürlich noch ein bisschen. Tja. Was sagt ihr? Ich meine schon klar, sind deutliche Qualitätseinbußen. Hauen wir mal einen. Wäre super, meinst du? Also hier sieht man natürlich, ich habe hier jetzt gerade das Kontrollbild. Also einfach Twitch offen. Man sieht halt nicht wirklich jede Instanz der Bewegung der Axt. Vielleicht haben wir Glück und es scheinbar ja was in der Nähe. Ja, ich verstehe schon. Aber wir haben doch schon alles runtergeschraubt. Shader auf Max 300. Shader Level. Was hatte ich denn vor? Ich glaube 250, oder? Und Performance. Performance Tab, jetzt quälst du mich aber wirklich. 10. Na komm, mach mal einfach mal. Original und Fälschung. Den Rest auf 10.
Damit man die Bäume noch vom Terrain unterscheiden kann, oder was? Gips. Nix. Original und ideal, ja. 19 im Wald. Guck dir mal die Bäume an. Das sieht aus wie Sprites.22. Dreiundzwanzig, ja, aber ich meine, wir haben ja jetzt schon Grafik. Entschuldigung. Wir haben jetzt wirklich die Grafikeinstellungen völlig runtergeknallt. Also Potato-Stufe. Guck dir die Text. Ich meine, die Tonnen, die Plastikdinger sehen gut aus, aber die Texturen hier. Also, Spiel geht definitiv auch für mich hier schneller. Im Grunde bräuchte ich irgendwie so quasi Profile für die Grafikeinstellungen. Ja, dann würde ich das hier zum Beispiel, damit würde ich gerne dann mal PvP ausprobieren. Ja, Fussel, das ist mir halt völlig klar, dass es eben auch die Fraktion gibt, aber wenn meine Hardware es einfach gar nicht bringt, dann und ich anfange mit dem Spiel, fand ich das hier halt einen ganz guten Kompromiss. Das Blöde ist, dass ich halt wirklich auch streame und dadurch zum einen viele Tipps bekomme zu der offensichtlich irgendwie schräg kaputten Optik. So wie jetzt gerade auch wieder. Auf jeden Fall, wir haben dreifach FPS und es sieht eigentlich scheiße aus. Ich will jetzt nicht sagen, das stört keinen großen Geist, also mich doch schon etwas. Doch schon etwas. Aber es ist halt wirklich viel schneller. Aber wie ist es bei euch mit dem Gucken? Also auf jeden Fall wahrscheinlich, ich habe hier Leute manchmal den ganzen Abend drin. Da ist dann eher Laber-Laber auch viel. Oder Designstudien. Oder Sonnenuntergänge, wo die 8 FPS wirklich keine Rolle spielen, wenn die Grafik dann auch stimmt.
Ja, habe ich mich sehr gerne drauf eingelassen. Das ist das höchste Ergebnis, das wir in all diesen Berater-Sessions bisher erreicht haben. Wie gesagt, 14 war der Rekord. Also vielsten Dank nochmal dafür. Machen wir gleich nochmal Screenshots des aktuellen. Der aktuellen Einstellung. Überleg gerade, kann hier noch was weg? Nee. Ja. Es gibt, wie gesagt, auch schon mal Ausflüge, kann man quasi in meiner Historie sehen, oder in den archivierten Folgen. Ausflüge auf dem PvP-Server, wo ich mir dann schnell sowas Dreieckiges, Basices baue. Oder ein Kumpel schon vorgesorgt hat. Und dann spiele ich da ein paar Stündchen rum oder 2 Tage, kehre dann aber einfach wieder hierhin zurück. Das Problem ist natürlich beim Zuschauen, die meisten Leute achten wirklich mehr auf den PvP-Part, das heißt auf die FPS. Und die kriegen natürlich eine Krise. Also es gibt Leute, die sagen hier so, kriegen schon eine Krise bei weniger als 80 FPS im eigenen Spiel. Was ich auch wieder nachvollziehen kann. Aber ich habe Rust vor 4 Wochen mit 8 FPS kennengelernt und nicht anders gespielt. Wie schaut es denn bei euch aus? Spielt jemand gerade? Könnte ich irgendwo mal vorbeikommen? Bisschen joinen, bisschen üben. Oder ich müsste gleich mal gucken, wer spielt denn gerade hier? Wookies offline. Lichtscheu auch. Wo hast du? Oh, 25. Hast du gerade 28 gesehen? Ja, das sieht auf jeden Fall alles etwas anders aus. Ein Vendor oder zwei. Zwei. Ja, ist alles schneller. Also ja, gefällt mir schon gut. Fussel, andermal, vielen Dank für die, für den Upkeep. Soll man das sagen? Weißt du, wie ich meine, ne? Danke für die, fürs Anheben. Ich weiß es nicht. Die
gut, ich kann ja. Wir sind eigentlich immer auf dem Ort Junior. Das ist natürlich heavy, aber. Ist ja genau richtig eigentlich, ne? Schnelles Zeug weg. Essen, Pilze, komm nach hinten. Ja, guck mal, wie ich hier lang rase und jumpe und mache und tue. Ja, jetzt gerade nicht so. Kürbis hier rein, Pilze hier rein. Guck mal, allein das ist das halbe Inventar schon voll mit Munition und dem Tool und der Waffe und noch eine Taschenlampe. Eigentlich ziemlich nervig. Ja, also ich meine, hier kann man natürlich auch ahnen, von wegen. Ah, so hat er das gemeint. Weißt du? Das kann man natürlich alles erkennen. So gesehen. Und ja, das ist Trick, weil mir die Optik gut gefällt. Und ja, es geht mit zwei Pfeilen kaputt. Ich benutze sie selber. Okay. Wie das wirklich immer alles erst lädt, wenn ich da bin. Gut. Sehr schön, vielsten Dank. Dann gehen wir jetzt mal auf einen anderen Server. Mach ich jetzt einfach mal. Rosten statt Rosten. Was der Feind ist gar nichts los. Rosten statt Rosten. No lag. Komm hier. Auch ein deutscher Server. Keine Ahnung, wann da ein Vibe war. Und ich mache mal eben ganz kurz Streampause, eine Minute, einmal an und wieder aus, eine Stunde Stream rum. Abgeschlossenes Thema hier. Sofort zurück.